Oh, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Video. Und heute spielen wir Grand Theft Auto, die Ballade auf Gate Pony. Und ich kann endlich Multiplayer mal spielen. Lange bin ich nicht reingekommen und ich freue mich jetzt echt wie Oscar, dass ich jetzt hier ein bisschen zocken kann. Was soll denn das? Willst du mich jetzt hier irgendwo verschleppen und vergewaltigen? Schnell hier weg vom Peiniger. Oh, so schnell wird es Nacht, Leute. Das kann nur eine Sonneneruption gewesen sein. Boah, geiler Bassjump. Boah, ey du Pussy, bleib stehen. So, Konkurrenten gleich mal ausschalten. Erstmal gucken, wo ich bin. Gut, die Bullen habe ich jetzt auch am Start, aber das ist nicht so wichtig. Goldene Uzi von Escobar. Oh yeah, baby. Lauf um dein Stress, lauf um dein Leben. Jetzt müssen wir erstmal eine Karre finden, weil ich will hier ein bisschen Radau machen. Ja. So, guck mal, wer alles runter. Ein Herzaustein Kratos Gamer 100. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Baby, fahr los, fahr los, fahr los, fahr los, fahr los, fahr los, fahr los. Wir haben es geschafft. Digga, jetzt kommt natürlich eine Frage an euch. Wie findet ihr eigentlich GTA 4? Und wie viele von euch haben das? Spielt ihr auch lieber die Ballade auf Gate Pony oder eher das GTA 4 oder eher Lost in the Diamond? Lost in the Diamond, da kriege ich immer Kopfschmerzen und ein bisschen Black davon. Also nicht mein Ding. So. La, 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 la. So, Musik ausmachen. Ich weiß zwar, dass die Musik hier contentfrei ist, aber ich will noch mal sicher gehen. So. Ba, 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 ba. Ah, scheiße, Digga. Ich brauche eine bessere Waffe. Scheiße, ich werde angegriffen. Ich muss hier weg, Digga. Oh, da will mich, glaube ich, jemand töten. Der will mich, der will mich, der will mich. Die Bullen, die kriegen mich. Rettung aus letzter Sekunde. Ah, ja. Boah. Gunman 25250. Du warst ein bisschen zu schnell. Gut getroffen, Digga. Im Helikopter hat er mich abgeknallt. Ich muss jetzt mal gucken, wer online ist. Ach, nur noch 0 Leute. Oh, schade. Luca 07 Tab ist offline. Gucken wir mal, wie viel jetzt hier. Mal gucken, wo jetzt gerade Marius Mark ist. Ach, ein richtig cooler Typ, Leute. Wenn ihr den mal seht, irgendwo in Black Ops oder in einem anderen Spiel. Immer schön begrüßen und einen guten Gruß von mir ausrichten. Den Namen müsst ihr euch einfach merken. Die zwei sind richtig cool. Die werden noch erfolgreich. Irgendwann mal. So. Yeah, Burn, die gebühren! YouTube Gamescom besiegt RPG 001. So macht man das. Ich denke, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Bellchamp hier, um irgendwas mal so machen. Irgendwas. Ja, mal ein bisschen die Stadt von oben zu sehen. Okay, also ich glaube, die machen keinen Mittagsschlaf. Also bitte hier raus mit den Leichen und schnell mal weg. Wenn es wirklich so eine Stadt geben würde in echt, also ich würde mich sofort abknallen, weil wenn es echt so eine Stadt geben wird, wo es echt so kriminell wäre, wo hier die ganzen Leute hier mit Panzerfaust rumlaufen und bam 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 machen, also da wäre ich jetzt nicht so gerade dabei. So, wir sind jetzt gleich an dem Ding, an dem wunderbaren Stationchen, wo man natürlich einen Panzer fahren kann, wenn er da ist. Eigentlich ist er immer da, aber ihr wisst ja, wie das natürlich ist in Grand Theft Auto. Oh, da ist er ja. Dauert natürlich immer ein bisschen, bis er gerespawned ist, das heißt, bis er wieder, bis er erschienen ist. Und da haben wir ihn ja schon wieder, den guten alten Panzer. Der hält natürlich sehr viele Schüsse aus, ist aber natürlich mit einer Schwachstelle behaftet. Die Schwachstelle ist einfach, dass der Rücken, also der Motor, der da hinten liegt und nicht vorne liegt, einfach extrem anfällig ist für irgendwelche, ja, Granaten, Explosionen. Ihr werdet das wahrscheinlich sehen, wenn mich jetzt hier jemand angreift und hier einmal mit der RPG drauf schießt, dann brennt mein Wagen. 10 Sekunden später bin ich tot. Wo sieht das aus? So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen, weil wir sind ja im Online-Modus. Und da kann man natürlich auch gleich sehr schnell Basejumpen. Einfach rein, hoch gerespawnt wird man mit dem Aufzug und dann kann man gleich loslegen. So. Finde das natürlich immer ein bisschen schade, dass nur, glaube ich, 16 Spieler gleichzeitig online sind. Was ich mir natürlich wünschen würde, dass natürlich bis zu 400, 500 Leute gleichzeitig online sind. Das wäre natürlich meine Gaudi, aber das funktioniert irgendwie auf der PlayStation 3 nicht. Ein bisschen schade. Ferrari steht auch schon bereit. Gut, guck's, jetzt geht's direkt hier. Dollar sind an Bord hier, Frauen sind an Bord hier, jetzt geht's ab. So, gucken wir mal.
Mann, das ist aber echt eine Fahrt hier. Mit dem Ding kommst du echt nicht weiter. Boah, ballern wir mal ein paar Autos ab hier. Oh ja, keine Passanten. Die sind alle abgehauen. Ich will aber noch ein Base-Jump machen, bevor ich diese Aufnahme hier beende für euch. Weil ich möchte euch einfach mal zeigen, wie dieses Base-Jump-System aufgebaut ist. Weil viele haben die Ballade auf G2D nicht und würden gerne mal wissen, wie das eigentlich aussieht, wenn man Base-Jumpen tut. Kann ich euch jetzt auch sogar mal zeigen, schnell. So, meine Tussi steigt jetzt aus. Jetzt werden wir nach oben gespawnt, sozusagen. Und jetzt sind wir oben auf der Stadt. Wir haben natürlich verschiedene Blickwinkel. Ich muss das nochmal erklären für die Leute, die überhaupt nichts mit GTA 4 zu tun haben. Weil es gibt immer Leute, die sagen, oh, GTA 4, das zocke ich nicht. Ja. Findet ihr das nicht geil hier? Einfach so ein Base-Jump machen hier. Ihr könnt euch sogar drehen hier. Und wichtig ist, dass ihr euren Fallschirm öffnet. Oh, scheiße, ich bin tot. Ja, das hätte ich natürlich berücksichtigen sollen, Leute. Somit bin ich tot. Somit sage ich ciao. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen von eurem MeToGamescom. Ich sage ciao. Haut rein, moin moin und bis dann. Ciao.